Eine Magenverkleinerung kommt bei krankhaftem Übergewicht in Betracht nach entsprechender Vorbereitung in einem Zentrum. Und dabei wird minimalinvasiv, also schlüssellochchirurgisch, der Magen verkleinert auf ein Volumen von ungefähr 200 Milliliter. Das ist so groß wie ein kleines Trinkglas und mehr fasst der Magen dann auch nicht. Das führt dazu, dass durch diese verminderte Zufuhr von Nahrung ein erheblicher Gewichtsverlust einsetzt, der um die 60, 70% des Übergewichts betragen kann.